Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video soll es weiterhin um die Registermaschine gehen. Ich möchte hier ein kleines Beispiel vorstellen, wie wir ein einfaches Programm für die Registermaschine schreiben können. Konkret soll es darum gehen, dass wir einfach eine Folge von Zahlen haben. Sagen wir haben die Zahlen 5, 6, 7, 8 und 9 und wollen die nun zueinander addieren. Das Programm soll als Eingabe diese Zahlen entgegennehmen, sie sollen also auf dem Eingabeband der Maschine stehen und dann soll die Maschine loslaufen und diese Zahlen zueinander addieren. Dafür müssen wir uns alle diese Zahlen natürlich irgendwie merken, wir müssen irgendwo diese Summe bilden. Zu dem Zweck können wir nun die Register der Maschine verwenden. Wir müssen aber auch wissen, wann die Eingabe denn endet, also wie viele Zahlen wir denn als Eingabe zu erwarten haben. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können entweder am Anfang einmal sagen, wie viele Zahlen auf dem Eingabeband stehen werden, oder aber, und das ist die Variante, für die ich mich hier entschieden habe, wir kennzeichnen das Ende der Eingabe mit einem bestimmten Wert. Ich habe hier beschlossen, dass es die 0 sein soll, da man die 0 wohl kaum vernünftigerweise zu irgendetwas addieren möchte. Die 0 ist in diesem Fall sozusagen ein Sonderzeichen, mit dem wir für dieses Programm das Ende der Eingabe markieren. Von der Idee her entspricht das etwa dem, was wir von der Tastatur auf dem Computer auch kennen. Dort drücken wir die Eingabetaste oder Return-Taste, wenn wir eine Eingabe in ein einfaches Textfeld abgeschlossen haben. Beispielsweise, wenn wir bei einer Anmeldung einen Benutzernamen oder ein Passwort eingeben. Hier also kennzeichnet die 0 das Ende der Eingabe. Als Ausgabe soll die Maschine dann die Summe der eingegebenen Zahlen liefern. Wenn wir zum Beispiel die Zahlen 9, 6 und 10 auf dem Eingabeband stehen haben, sollen diese addiert werden und 9 plus 6 plus 10, also 25, ausgegeben werden. Dieses Resultat soll dann also auf dem Ausgabeband stehen. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir dazu vorgehen. Wir müssen die Zahlen alle einlesen und sie dann addieren. Auch da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten, wie wir das machen können. Eine besteht darin, dass wir zunächst alle Zahlen in separaten Registern speichern. Beginnt mit 1, weil wir den Akkumulator immer für Berechnungen frei halten müssen. Dann könnten wir anschließend die Summe berechnen, indem wir zunächst den Wert aus Register 1 in den Akkumulator laden, dann den Wert aus Register 2 dazu addieren, dann den aus Register 3 und so weiter. Außerdem müssten wir mitgezählt haben, wie viele Zahlen wir vom Eingabeband gelesen haben, um zu wissen, bis zu welchem Register wir nun laufen müssen. Das wäre schon einigermaßen kompliziert. Einfacher ist es, wenn wir jede Zahl, sobald wir sie gelesen haben, sofort zu unserer vorläufigen Summe addieren. Am Anfang haben wir noch gar keine Zahl gelesen, unsere Summe beträgt also vorläufig 0. Das ist das sogenannte neutrale Element bezüglich der Addition. Wenn wir nun vom Eingabeband die erste Zahl lesen, beispielsweise eine 9, würden wir diese sofort zu dieser Summe addieren. Unsere vorläufige Summe wäre dann also 9. Diesen Wert müssen wir uns in einem Register merken, in dem wir die vorläufige Summe speichern. Dann können wir die nächste Zahl einlesen, beispielsweise eine 6. Auch diese addieren wir dann zu der vorläufigen Summe. Dann haben wir also 9 plus 6, sprich 15, als neue vorläufige Summe, die wir wieder speichern. Weder die Zahl 6 noch die Zahl 9 für sich genommen interessieren uns jetzt noch, da wir ja nur die Summe berechnen wollen. Die einzelnen Werte können wir also durchaus vergessen. So fahren wir nun fort und lesen Zahl um Zahl vom Eingabeband und addieren sie zu unserer vorläufigen Summe. Lesen wir nun eine 10, würde diese zu der vorläufigen Summe von 15 addiert und die neue vorläufige Summe 25 gespeichert. Unser Summenregister speichert also zu jedem Zeitpunkt die Summe aller bisher gelesenen Zahlen. Das ist die Invariante, also eine jederzeit geltende Tatsache innerhalb unseres Algorithmus, den wir hier gerade entwerfen. Das bedeutet dann aber auch, dass wenn wir alle Zahlen aus der Eingabe gelesen haben, wir auch die Summe aller Zahlen gebildet haben. Und das ist genau das, was wir vorhatten. Damit haben wir schon mal gezeigt, dass unser Algorithmus auch genau das leistet, was wir uns von ihm versprochen haben. Wenn wir dann schließlich am Ende der Eingabe den Wert 0 vom Eingabeband lesen, wissen wir, dass wir nun fertig sind. Es kommen keine weiteren Zahlen mehr und können dann die Summe ausgeben. Formulieren wir das jetzt einmal im Pseudocode, in der Art, wie unsere Algorithmen bislang schon ausgesehen haben. In einem ersten Schritt sollten wir uns ein Register reservieren, das ich hier einmal Summe nennen möchte. Dem weisen wir den Wert 0 zu. Wir lesen dann den ersten Summanden ein. Im ersten Durchlauf ist das der erste. Warum da noch beziehungsweise nächsten steht, werden wir gleich sehen. Diesen Summanden nenne ich einmal S, damit ich mich gleich leichter auf ihn beziehen kann. Wenn dieser Summand eingelesen ist, überprüfen wir als erstes, ob es eine 0 ist. Es könnte ja sein, dass gleich als erstes auf dem Eingabeband eine 0 steht und wir also eigentlich gar nichts zu tun haben. Dann könnten wir gleich die Summe ausgeben, die in dem Fall 0 wäre. Das ist ja der Wert, den wir im ersten Schritt als Summe gespeichert haben. Wir hätten also ein korrektes Ergebnis ausgegeben. Wenn das hingegen nicht der Fall ist, wir also keine 0 gelesen haben, müssen wir diesen Wert zur bisherigen Summe addieren. Bei dem Beispiel von eben hätten wir also die 9 gelesen und würden sie jetzt zur bisherigen
vorherigen Summe 0 addieren. Hier sehen wir auch, warum wir am Anfang 0 in der Summe stehen haben müssen. Hätte dort Summe einen anderen Wert, hätten wir jetzt schon eine verfälschte Summe berechnet. Im Register für die Summe steht also nun 9 und diesen Wert müssen wir wieder speichern. Denn unsere Berechnung, das haben wir schon im Hinterkopf, kann immer nur im Akkumulator durchgeführt werden. Und da müssen wir aufpassen, dass wir den Wert darin nicht verlieren. Deshalb ist es sinnvoll, ein separates Register für die Speicherung der Summe zu verwenden. Da überlegen wir uns aber gleich noch, wie wir das genau machen. Den Wert speichern wir also wieder und wiederholen das ganze Spiel ab Schritt 2. Jetzt erkennen wir auch den Grund, warum dort in Zeile 2 steht, liest den ersten bzw. nächsten Summanden S ein. Denn jetzt wird natürlich der nächste Wert vom Eingabeband gelesen, also der nächste Summand. Im Beispiel von eben würde nun die 6 eingelesen. Wir würden wieder überprüfen, ob es sich bei dem gelesenen Wert um eine 0 handelt. Das tut es nicht. Also machen wir den nächsten Schritt. Wir addieren die 6 zu der 9 hinzu und speichern diese Summe, die wir nun errechnet haben, 15. Dann springen wir wieder zu Zeile 2 und lesen den nächsten Wert ein. Jetzt lesen wir zum Beispiel eine 10. Wir überprüfen wieder, ob das eine 0 ist. Nein, das ist offenbar nicht der Fall. Also addieren wir den gelesenen Wert zur bisherigen Summe und erhalten 25. Diese Summe speichern wir wieder. Nun wiederholen wir das Ganze erneut. Als nächstes lesen wir vom Eingabeband jetzt die 0. Nun folgt wieder unsere Abfrage in Schritt 3. Ist dieser Wert, den wir gerade gelesen haben, eine 0? Ja, das ist so. Es ist tatsächlich eine 0. Also springen wir zur Ausgabe und damit ist hier die Zeile 8 gemeint. Das ist hier nicht so ganz klar formuliert. Dort steht nun, dass die Summe ausgegeben werden soll. Das wäre also unser Programm. Jetzt müssen wir dieses Vorgehen allerdings noch für eine Registermaschine beschreiben. Wir sind ja im Moment noch auf einem relativ informellen Niveau. Ein Mensch könnte diesen Algorithmus so ausführen, so durchspielen und würde damit ziemlich sicher zu dem richtigen Ergebnis kommen. Aber für die Maschine reicht das noch nicht aus. Da müssen wir noch präziser werden. Als Zwischenstufe, um dahin zu kommen, möchte ich zunächst noch etwas anderes einführen, nämlich ein sogenanntes Ablaufdiagramm. Das erleichtert es einem häufig, dann später ein solches Programm für die Registermaschine zu schreiben, weil wir uns hier den Ablauf noch einmal klarer verdeutlichen müssen, um ihn jetzt sauber aufschreiben zu können. Links sehen wir noch einmal unseren Pseudocode, den wir gerade schon gesehen haben. Den habe ich hier in diesen grauen Kasten geschrieben. Auf der rechten Seite soll jetzt das Diagramm dazu entstehen, in dem wir den Ablauf unseres Programms darstellen wollen. Wir beginnen natürlich mit dem Start. Als erstes wollen wir nun eine Anweisung ausführen. Wir wollen nämlich Summe, also das, worin unsere Summe gespeichert werden soll, zunächst einmal auf den Wert 0 setzen. Das entspricht genau dem, was wir links in Zeile 1 stehen haben. Diese grauen Kästchen in dem Diagramm kennzeichnen eine Anweisung, die innerhalb der Maschine ohne weitere Interaktion stattfindet. Unsere nächste Anweisung, Zeile 2, erwartet jetzt eine Eingabe. Das heißt, wir greifen jetzt auf das Eingabeband zu. Zugriffe auf das Eingabeband und auch auf das Ausgabeband sind immer mit diesen rosafarbenen Parallelogrammen gekennzeichnet, sodass man die ganz gut auseinanderhalten kann von den anderen Anweisungen. Das ist ganz praktisch für die Übersichtlichkeit unseres Blockdiagramms, das wir hier gerade erstellen. Wir lesen also jetzt einen Summanden vom Eingabeband. Jetzt müssen wir als nächstes überprüfen, ob dieser zufälligerweise schon eine 0 ist. In Zeile 3 fragen wir ja nach, ob dieser Wert eine 0 ist. Wenn ja, sollen wir zur Ausgabe geben. Genau das schreiben wir nun hier hin. Diese blaue Raute kennzeichnet eine Abfrage, eine Entscheidung, einen bedingten Sprung. Wenn die Bedingung, die dort formuliert ist, zutrifft, die Antwort auf diese Frage also ja ist, ja, der Wert von S ist gleich 0, können wir jetzt die Summe ausgeben. Wir sehen auch in diesem Diagramm sofort, dass Summe auf diesem direkten Weg, wenn also sofort eine 0 gelesen wurde, immer noch den Wert 0 hat, also auch die korrekte Summe ausgegeben wird. Es ist ja nichts addiert worden und der Wert 0 käme heraus. Und dann kann die Maschine anhalten und wir sind fertig. Der interessantere Fall ist aber natürlich, dass der Wert von S nicht gleich 0 ist, sondern eine andere Zahl, zum Beispiel eben die 9, eingegeben worden ist. Wenn das der Fall ist, wollen wir berechnen Summe plus S. Unsere Summe hat in unserem Beispiel bisher den Wert 0 plus 9 ergibt 9. Und diesen Wert speichern wir nun in Summe. Wir setzen also Summe auf Summe plus S. Summe erhält also einen neuen Wert. Der alte Wert von Summe ist verloren gegangen. Das macht aber nichts, weil wir an dem nicht mehr interessiert sind. Wir haben jetzt die Summe neu berechnet. Und was machen wir jetzt? Jetzt wollen wir den nächsten Wert aus der Eingabe lesen. Naja, und das machen wir dann ganz einfach, indem wir hier einen Pfeil zurück einbauen. Damit erzeugen wir eine sogenannte Schleife, etwas, das wiederholt ausgeführt werden soll. Wir kommen jetzt also wieder zu der Anweisung Eingabe von S. Wir lesen dann den nächsten Wert aus der Eingabe. Wir überprüfen wieder, ob dieser Wert gleich 0 ist. Wenn das beispielsweise eine 6 war, addieren wir jetzt Summe, wo derzeit der Wert 9 gespeichert ist, plus den neuen Wert 6 und speichern die Summe 15 in Summe. Und dann wiederholen wir das Spiel. Wir lesen den nächsten Wert ein, eben zum Beispiel den Wert 10, überprüfen wieder, addieren, Summe hat also jetzt den Wert 25. Dann lesen wir den nächsten Wert aus der Eingabe, der in unserem Beispiel nun die 0 wäre. In der blauen Raute ergibt die Abfrage nun Ja als Ergebnis und wir verfolgen dort daher entsprechend den Ja-Zweig, geben Summe aus
und die Maschine hält an, unsere Summe ist korrekt berechnet worden. Wir sind immer noch nicht bei der Registermaschine angekommen. Das wird nun der nächste Schritt sein. Wir gehen jetzt so vor, dass wir Block für Block, den wir hier in dem Ablaufdiagramm haben, in Registermaschinencode übersetzen können. Zunächst einmal müssen wir uns überlegen, wo wir denn jetzt unsere Summe und unser S speichern wollen. Wir werden gleich sehen, dass wir für das S gar kein separates Register brauchen, weil wir es direkt in den Akkumulator laden können, wenn wir ein bisschen geschickt vorgehen. Wir können das auch in einem Register machen, aber ich mache das hier ein bisschen einfacher. Das einzige Register, das wir benötigen, ist das Register für die Summe. Darin berechnen wir also Runde um Runde die Summe. Wir können dafür ein beliebiges Register außer dem Akkumulator verwenden. Ich verwende Register 1. Wir wollen jetzt also als allererstes dieses Register 1 auf 0 setzen. Wie machen wir das? Nun, direkt in das Register hinein können wir nicht schreiben. Wir müssen uns zunächst einen Wert in den Akkumulator holen, und zwar den Wert 0, und diesen dann im Register 1 speichern. Wie holen wir den Wert 0 in den Akkumulator? Load lädt einen Wert in den Akkumulator und gleich 0 besagt, dass wir die Zahl 0, nicht das Register 0, in den Akkumulator laden. Das Register 0 in den Akkumulator zu laden wäre auch wenig sinnvoll, da das Register 0 ja der Akkumulator selber ist. Die Zahl 0 laden wir also jetzt in den Akkumulator und speichern sie anschließend im Register 1, Store 1. Damit haben wir also den Wert von Summe, den Wert von Register 1, auf 0 gesetzt. Jetzt lesen wir vom Eingabeband. Das können wir machen, indem wir einfach Read 0 sagen. Wir könnten auch ein anderes Register hinter Read angeben, um es dort zu speichern. Aber ich mache es mir, wie gesagt, einfach und speichere diesen Wert S direkt im Akkumulator. Read 0 liest also den Wert an der aktuellen Position des Eingabebandes und speichert ihn im Register 0. Im Register 0 steht jetzt also der gerade gelesene Wert, zum Beispiel eben 9. Jetzt müsste die Überprüfung stattfinden. Jump 0, das ist die Abfrage, ob etwas gleich 0 ist oder nicht gleich 0 ist. Dahinter müssen wir natürlich noch eine Zeilennummer angeben, aber das können wir im Moment noch nicht, weil wir in diesem Blockdiagramm gar keine Zeilennummern haben. Wir haben hier die Pfeile dran, deshalb reicht uns das für den Augenblick, hier einfach ein Jump 0 hineinzuschreiben, das wir nachher noch um eine geeignete Zeilennummer ergänzen müssen. Wir machen in dem Diagramm nach unten weiter. Wir könnten auch links weitermachen, aber wir machen erst einmal nach unten hin weiter, weil das der einfachere Zweig ist. Jetzt wollen wir ja, so steht es da, die Summe ausgeben. Wo steht Summe? Die steht in Register 1. Was ist der Befehl für die Ausgabe, also um etwas auf das Ausgabeband zu schreiben? Der Befehl heißt Write. Also geben wir mit Write 1 den Wert aus Register 1 auf das Ausgabeband aus. Und Halt ist nun wirklich einfach zu übersetzen. Jetzt müssen wir noch die Anweisung da links in dem Nein-Zweig in Maschinencode übersetzen. Setze Summe auf Summe plus S, heißt es dort. Wie machen wir das? Wir müssen zunächst Summe plus S berechnen. Wo steht S, der gerade gelesene Wert? Der steht im Akkumulator. Wo steht die Summe? In Register 1. Das heißt, wir müssen zu dem Wert im Akkumulator den Wert aus Register 1 addieren. Wie macht man das? Mit dem Add-Befehl. Mit Add 1 addieren wir zu dem Wert aus dem Akkumulator, also S, den Wert aus Register 1. Dann speichern wir diesen Wert wieder in unserem Register, indem wir die Summe speichern, also im Register 1. Wir sagen also Store 1. Damit sind wir jetzt im Grunde genommen fertig. Dieses Diagramm müssen wir jetzt nur noch linearisieren, das heißt in einer Folge von Befehlen aufschreiben. Wir beginnen mit dem ersten Befehl, load gleich 0, dann store 1, read 0, dann kommt das jump 0, bei dem wir noch eine Zeilennummer ergänzen müssen, wohin dort gesprungen werden soll. Dann schreiben wir als nächstes, weil wir mit dem jump 0 ja sozusagen wegspringen aus dem eigentlichen Kern des Programms, die Anweisungen auf, die in der Schleife stehen, Add 1 und Store 1. Dann müssen wir diesen Rücksprung zu Read 0 machen. Das ist der Pfeil, der nach oben zeigt. Hinter diesem Rücksprung können dann unsere restlichen Anweisungen Write 1 und Halt kommen. Was ich gerade beschrieben habe, ist nun genau das Programm, wie wir es hier jetzt aufgeschrieben sehen. Load gleich 0, Store 1, das ist genau das, was wir in dem ersten Kasten oben stehen hatten. Read 0 war das nächste, was dann kam. Dann folgt Jump 0. Und wo springen wir hin? In die Zeile 7, denn da stehen ja nun unsere beiden Anweisungen aus dem Ja-Zweig. Write 1 und Halt. Direkt hinter das Jump 0 kommen dann die Anweisungen, die auszuführen sind, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, also der Nein-Zweig. Dort führen wir jetzt genau die Befehle aus, die wir in der Schleife stehen hatten. Add 1, Store 1. Dann bleibt noch dieser Pfeil. Den hatten wir in dem Diagramm nicht als Befehl stehen, aber das ist jetzt genau der Rücksprungbefehl, den wir ausführen müssen. Wohin müssen wir springen? Da müssen wir noch einmal genau gucken. Zu der Anweisung Read 0 sollte es gehen. Also müssen wir hier nachgucken, in welcher Zeilennummer Read 0 steht. Das ist die Zeile 2. Also müssen wir hier Jump 2 einfügen, also zu Zeile 2 springen. Nachdem wir dieses Programm jetzt geschrieben haben, wollen wir einmal ausprobieren, ob das auch tatsächlich funktioniert. Und dafür gehe ich wieder an meine Registermaschine und führe das Programm einmal durch. Gut, hier haben wir jetzt unser Programm stehen, genau wie es eben auf den Folien stand. Hier oben haben wir das Eingabeband mit der Eingabe. Ich nehme wieder das Beispiel 9, 6 und 10. Abgeschlossen wird die Eingabe mit einer 0.
wie wir das gerade vereinbart hatten. Das Ausgabeband ist leer und natürlich sind auch unsere Register leer. Jetzt können wir die Schritte einfach der Reihe nach durchspielen und das macht man sinnvollerweise auch immer genauso. Wir stellen euch auch noch einen Simulator für die Registermaschine bereit, aber es ist auch sehr hilfreich, das einfach mal durchzuspielen, auszuprobieren, von Hand, so wie ich das hier auch mache. Macht das also durchaus immer selber nach, auch mit den anderen Beispielen, die wir in der Vorlesung und auch in den Übungen mit euch durchsprechen wollen. Das insbesondere eben, wie gesagt, auch für die Klausur hinterher eine sehr wichtige Übung, dass ihr sowas mal von Hand gemacht habt, um auch eure eigenen Programme damit ausprobieren zu können. Jetzt führen wir also das Ganze einmal durch, von vorne nach hinten. Und der erste Befehl, den wir hier stehen haben, ist load gleich 0. Das besagt also, dass in den Akkumulator ein Wert geladen werden soll, nämlich der Wert gleich 0, sagt er, der Wert 0 soll geladen werden, die Zahl 0 soll geladen werden in den Akkumulator. Die steht also nun hier. Damit haben wir diesen ersten Befehl ausgeführt. Dieser Wert soll jetzt, der Wert aus dem Akkumulator, soll gespeichert werden im Register 1. Das heißt, wir kopieren ihn in das Register 1 hinüber. Und jetzt kommt der Befehl read 0. Read bezieht sich immer auf die Eingabe. Das heißt, wir lesen jetzt den Wert, wo der Eingabekopf gerade steht. Wir lesen also eine 9. Der Eingabekopf wandert weiter. Die 9 haben wir uns gemerkt. Wo müssen wir sie speichern? Im Akkumulator. Das heißt, hier die 0 ist weg. Und stattdessen haben wir hier jetzt eine 9 stehen. Dann kommt der nächste Befehl, Jump 07. Wir überprüfen, ob im Akkumulator eine 0 steht. Das ist nicht der Fall. Wenn da eine 0 stünde, würden wir jetzt in die Zeile 7 springen. Wir würden den Wert ausgeben, den wir da gerade gelesen haben. Das wäre dann ja eine 0 gewesen. Und wir hätten dann also jetzt 0 ausgegeben. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, wir springen nicht in die Zeile 7, sondern wir machen stattdessen mit dem nächsten Befehl weiter. Wir addieren also zu der 9 den Wert, zu dem Wert im Akkumulator, der 9, addieren wir den Wert im Register 1, also die 0. 9 plus 0 ergibt natürlich 9. Das heißt, hier steht weiterhin eine 9 drin. Und speichern diesen Wert anschließend im Register 1. Das heißt, wir haben also hier jetzt eine 9 drin stehen. Und das ist die Summe aller Werte, die wir bislang gelesen haben tatsächlich. Jump 2 heißt das als nächstes. Das heißt, wir springen zurück zu Zeile 2. Wir lesen wieder aus der Eingabe, dort wo der Eingabekopf gerade steht, 6. Die merken wir uns, der Kopf wandert einen weiter. Und die 6 speichern wir im Register 0, also im Akkumulator. Das heißt, hier steht jetzt also eine 6 drin. Wir überprüfen wieder Jump 07. Ist das eine 0? Das ist keine 0, die hier steht. Also machen wir mit dem nächsten Befehl weiter. Wir addieren die 9 zu der 6 hinzu. Add 1, also zu dem Wert im Akkumulator, wird der Wert aus Register 1 addiert. 6 plus 9 ergibt 15, haben wir also jetzt hier stehen. Und speichern diesen Wert anschließend im Register 1. Damit haben wir also hier jetzt auch eine 15 stehen. Jetzt springen wir wieder zurück in Zeile 2 als nächstes. Wir lesen also den Wert in der Eingabe wiederum in unseren Akkumulator hinein. In der Eingabe steht eine 10, die merken wir uns, der Kopf wandert einen weiter. Hier steht also jetzt eine 10 drin. Wir überprüfen wieder, haben wir hier eine 0 stehen? Nein, das ist eine 10 und keine 0. Also machen wir mit dem nächsten Befehl weiter. Add 1 bedeutet, zu der 10 addieren wir die 15, also zu dem Wert im Akkumulator addieren wir den Wert aus Register 1. 10 plus 15 ergibt 25, haben wir also als nächstes hier stehen. Und speichern diesen Wert wieder in Register 1. Und es gilt wieder, genau wie ich das anfangs schon gesagt hatte, wir haben im Register 1 jetzt die Summe aller bislang gelesenen Werte. Das sind in diesem Fall schon alle, aber das wissen wir noch nicht, weil wir ja noch gar nicht wissen, dass wir am Ende sind, denn jetzt kommt erstmal wieder der Rücksprungbefehl zu Zeile 2. Wir springen also wieder hier hin, wir lesen an der Stelle, wo der Eingabekopf steht, die 0, der Kopf wandert einen weiter, die 0 speichern wir im Akkumulator. Das heißt, hier steht jetzt eine 0 drin. Und jetzt kommt wieder der Befehl Jump 07. Wir überprüfen, haben wir hier eine 0 stehen. Das ist der Fall. Also sind wir an dieser Stelle fertig. Oder was ist denn fertig? Wir haben eine 0 gelesen. Jump 07 heißt also, wir springen in Zeile 7. Da steht jetzt, wir sollen den Wert im Register 1 ausgeben. Das ist die 25. Schreiben wir also in die Ausgabe. Der Kopf wandert einen weiter. Die Maschine hält an. Und damit ist das Programm beendet. Damit haben wir jetzt unser erstes Programm für eine Registermaschine geschrieben. Das erste, was wir uns also überlegen müssen, ist der grobe Ablauf. Wie gehen wir strategisch vor? Von da aus können wir dann konkreter werden, können eine Übersetzung in Pseudocode machen. Diesen Pseudocode können wir dann in ein Blockdiagramm umwandeln und das Blockdiagramm können wir dann mehr oder weniger direkt übersetzen in Maschinencode, wo wir dann unsere Anweisungen einsetzen. Das kann bei komplexeren Aufgaben durchaus aufwendiger werden und wir werden im nächsten Video auch noch ein etwas komplizierteres Beispiel sehen. Die Eingabe wird dort einfacher sein, aber die Berechnung dafür ein Stückchen
komplizierter. Wir werden dort auch nicht nur mit einem einzigen Register arbeiten, sondern mehrere Register benötigen. Aber das sehen wir dann im nächsten Video. Tschüss, bis zum nächsten Video.